Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während unseres Efteling-Aufenthalts übernachten wir im Efteling-Hotel. Ich zeige euch, wie es im Hotel aussieht. Wir werden auch hier zu Abend essen, da werde ich euch auch mitnehmen. Ich zeige euch das Zimmer und die ganze Atmosphäre. So, wir sehen uns drinnen. Wenn ihr ins Hotel reinkommt, habt ihr einmal die Hygienebestimmungen während der Corona-Zeit. Dann zur Linken findet ihr die Rezeption, wo ihr einchecken könnt und Fragen stellen könnt. Zur Rechten findet ihr einmal die Bar. Da könnt ihr auch draußen sitzen. Jetzt im Sommer ist es wirklich sehr angenehm, auch sehr schön, die Atmosphäre draußen. Natürlich wird auch auf kleine Details geachtet, wie die Deko. Hier kann man sich Bücher ausleihen. Und Spiele. Hier findet man auch die Größenangaben für die Attraktion. Da kann man sich vorab schon mal informieren, auf welche Attraktion die Kinder mit dürfen. Auch die neue Attraktion Max und Moritz ist vertreten. Hier haben wir die Toiletten. Hier haben wir einen kleinen Kinderbereich, wo die Kinder ein bisschen Fernsehen gucken können. Mit einem schönen Teppich, der gemütlich ist. Und da ist das Restaurant, wo wir dann gleich zu Abend essen. Also da nehme ich euch gleich mit. Und da hinten ist noch ein kleiner Shop, den zeige ich euch jetzt. Und dann zeige ich euch noch das Zimmer. Falls ihr euch nicht zurechtfindet, findet ihr hier auch Angaben, wo sich das Treppenhaus befindet, das Restaurant, der Lift etc. pp. Morgen zeige ich euch auch noch das Frühstück. Das Frühstücksbuffet oder wie das Frühstück jetzt zurzeit während Corona aussieht. Ansonsten gibt es hier noch einen kleinen Shop, wo ihr einige Souvenirs kaufen könnt, Postkarten. Wir haben uns auch eine Postkarte geschenkt bekommen beim Check-in. Ich gehe mal kurz rein. Könnt ihr einiges an Souvenir kaufen, was ihr bestimmt auch im Park kaufen könnt. Sogar ein Monopoly mit Efteling. Die bekannte Puppe. Ich glaube, das ist auch sehr süß. Genau, also klein und schnucklig, wenn ihr noch was braucht. Ein kleines Erinnerungsstück hier aus dem Efteling und ganz viele Postkarten. Und dann würde ich sagen, gehen wir aufs Zimmer. So, wir sind jetzt in unserem Efteling-Zimmer angekommen. Hier direkt an der Tür, wenn ihr reinkommt, findet ihr eine kleine Garderobe. Finde ich auch sehr süß mit dem Bügeln. Hier habt ihr einen Schrank. Passt einiges rein. Und ein Safe. Und was haben wir hier? Kleine Schüchen. Was das ist, weiß ich noch nicht. Aber es sind kleine Schuhe im Schrank auf jeden Fall. Die sind aber fest. Oh, es gibt sogar einen Kühlschrank. Leer. Aber kann man die Getränke kühlen. Sehr gut im Hochsommer. Die kleinen Details werde ich im Zimmer noch erkunden, weil ich habe gehört, im Efteling-Hotel-Zimmer findet man sehr viele kleine Details. Wir haben ein großes Zimmer, wie ihr sehen könnt. Zwei große Betten. Oder eigentlich sind das zwei Einzelbetten zusammengezogen. Und da hinten ein Doppelbett. Hier eine kleine Sitzecke. Habe ich ja schon gesehen, hier kann man ein Brettspiel spielen. Da gibt es auch die Spielregeln, falls man nicht weiß, wie es funktioniert. Unsere Aussicht ist jetzt nicht so spektakulär. Wir gucken auf den Parkplatz und aufs Dach. Dann, ja, die Betten. Und dann haben wir hier einen Spiegel. Hallöchen. Einen Fernseher versteckt hinterm Spiegel. Und was ich auch noch gesehen habe, hier gibt es eine Schrift. Und die kann man nur lesen, wenn man im Spiegel liest. Da steht Spieglein, Spiegel an der Wand. Und den Rest kann ich leider nicht vorlesen, weil ich kein Holländisch kann. Ansonsten einen schönen, richtig coolen Efteling-Stift als Feder. Und dann haben wir noch zwei Türen. Einmal das Badezimmer mit Badewanne, Handtücher. Es gibt Shampoo und Duschgel. Und einen großen Spiegel zum Schminken, helles Licht, noch ein Schränkchen mit einem Föhn, genug Handtücher, hier unten ist auch noch Stauraum. Und das ist, glaube ich, der Toilettensitz für die Kinder, die wir nicht dabei haben. Und hier haben wir nochmal die Toilette, ist jetzt nicht so spannend. Genau, das war jetzt im Groben das Zimmer hier im Efteling Hotel. Die kleinen Details werde ich dann noch suchen und euch zeigen. Wir hatten noch was im Bad liegen, hier so ein kleines Beutelchen mit hier so einem
schönen Anhänger, mit, dass wir unseren Aufenthalt genießen sollen. Was da drin war, ist ein Vanity-Kit, also so Q-Tips und Nagelfeile etc., eine Bodylotion, eine Duschhaube und ich glaube, das ist ein Schuhputzschwamm. Ich bin mir aber nicht so sicher. Aber eine ganz nette Geste. Und ich habe unseren kleinen Freund entdeckt. Der wird mir heute beim Schlafen zuschauen, die kleine Maus hier. Wir sitzen jetzt hier im Restaurant im Efteling Hotel und als ersten Gang sozusagen haben uns jetzt die Brotplatte, uns für die Brotplatte entschieden. Wir haben hier eine Kräuterbutter, denke ich mal, Olivenöl, das ist, weiß ich nicht, und zwei verschiedene... Tapenade. Was ist das? Das ist eine Creme aus Oliven und Tomaten, glaube ich, haben sie gesagt. Ah ja, okay. Und zwei verschiedene Art Brote. So, ich habe mir jetzt als Vorspeise die Gambas bestellt. Da sind Tomaten drin und die sind in so einem kleinen Pfännchen. Und bisher sieht es ganz gut aus. Ob es geschmeckt hat, verrate ich euch danach. Also ihr seht, mein Teller ist komplett leer. Es war super lecker. Ich habe ein bisschen nachgesalzen, aber das ist ja Geschmackssache. Ansonsten wirklich eine sehr, sehr leckere Vorspeise. Und so als Hauptgang habe ich mir auch eine Vorspeise bestellt. Und zwar den Salat mit gegrilltem Gemüse. Ich finde, als Vorspeise ist es wirklich eine große Portion. Und meine Freundin hat die Entenbrust von dem Hauptgang. Sieht auch sehr gut aus. Ob es uns geschmeckt hat, verraten wir gleich. Und das Brot haben wir auch schon aufgegessen. War wirklich auch lecker. So, unsere Teller wurden bereits abgeräumt. Jetzt seht ihr den dreckigen Tisch. Mein Salat hat mir sehr gut geschmeckt. War eine sehr interessante Kombination. Und die Ente war in Ordnung. Das Essen war ein bisschen lauwarm, meinte meine Freundin. Ansonsten auch ein bisschen hart zu kauen. Zäh. Fest. Fest, nicht zäh. Aber die Soße, also allem so allgemein, war es schon in Ordnung. Sorry für den dreckigen Tisch. Wir hatten wirklich eine tolle Nacht hier. Die Betten sind wirklich sehr bequem. Also für mein Empfinden, das ist ja immer Geschmackssache. Ansonsten, hier gibt es auch eine Klimaanlage, also im Hochsommer auch perfekt. Wir haben jetzt auch einen Zettel unter der Tür durchgeschoben bekommen, wo drauf steht, dass man nicht mehr auschecken muss, weil wir keine weiteren Kosten hatten. Wir haben gestern nach dem Abendessen und in der Bar direkt bezahlt. Die Zimmerkarte dürfen wir auch behalten und im Prinzip gehen wir jetzt frühstücken. Und dann können wir auch schon zum Auto unsere Sachen einpacken und wieder in den Park. So, wir sitzen jetzt an unserem Frühstückstisch. Es gibt ja kein Buffet zurzeit bei Corona, deswegen gibt es auf jedem Tisch hier so eine Platte. Ich muss sagen, es sieht super lecker aus. Also wenn man hier an den Tisch kommt und man diese Platte sieht, das ist wirklich ein Traum. Also man hat alles, Croissants, Muffins, Schokocroissants, Brötchen, Obst. Da unten findet man die Aufschnitte. Ist wirklich sehr schön gemacht. Man kann natürlich immer noch was nachordern, wenn es nicht genug ist, aber ich glaube, für zwei Personen wird uns das vollkommen reichen. Des Weiteren könnt ihr Eier bestellen. Es gibt hart gekochte Eier, weich gekochte Spiegelei, Rührei mit Speck oder ohne, wie ihr das mögt. Dann kommt noch eine Person, also ein Mitarbeiter vorbei mit Orangensaft, Kakao, Milch, Joghurt und Müsli, wenn man das mag. Tee und Kaffee kann man sich selbst holen und das mache ich jetzt. So sieht das hier aus. Hier sieht man sich die Tasse für Tee oder Kaffee. Und dann gibt es hier diese Spender für Kaffee und heißes Wasser. Und da hinten findet ihr auch noch verschiedene Teesorten. Natürlich ist auch Zucker und Milch vorhanden. Sogar auf extra Wünsche wird hier eingegangen. Ich esse mein Spiegelei eigentlich nämlich ohne Eigelb. Und das habe ich angefragt und auch es bekommen. So, mein Lieben, unser Aufenthalt hier im Efteling Hotel neigt sich dem Ende. Wir haben jetzt, also ausgecheckt mussten wir ja nicht. Wir haben aber super lecker gefrühstückt. Und wirklich begeistert vom Frühstück gewesen. Super lecker. Es wird auf Sonderwünsche eingegangen. Also besser kann es nicht sein. Wir werden jetzt zurück zum Park laufen. Was ich noch sagen wollte ist, wir haben ja eine Pauschale gebucht. Das heißt, im Preis inbegriffen war die Übernachtung, die Parkeintritte für beide Tage inklusive Frühstück. Gestern das Abendessen mussten wir dann noch separat bezahlen, also keine Halbpension. Aber ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Also von was wir bezahlt haben und das, was wir bekommen haben, ist wirklich sensationell gewesen. So, das war's von mir hier aus dem Efteling Hotel. Das Video beende ich jetzt. Wer sich noch für das Video aus dem Park interessiert, verlinke ich euch gerne bei dem i. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abonnement und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.